Eindrücken heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour Video. Wir sind hier an der bayerisch-thüringischen Landesgrenze. Es ist komplett vereist. Der Hund. Ja, der Hund wird uns bestimmt auch noch ein bisschen Freude bereiten. Um Gottes Willen, ich darf mich hier auch nicht ablegen. Wir gehen jetzt entlang der Grenze und schauen uns hier nochmal was ganz Interessantes an. Dafür werde ich mich jetzt aber erst nochmal umkleiden. Und zwar adäquat, so wie sich das gehört, wenn man sich an der Grenze bewegt. Gut. Ach, komm mal her, du kleines Ding. Ja. Oh. So, machen wir hier einen Halt. Nee, geht nicht, ne? Gut. Okay. Alles klar, bis gleich. Wollte ich schon immer mal machen, und zwar mich hier entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze bewegen mit diesem ehemaligen Parker. Das ist kein ehemaliger Parker, es ist natürlich noch ein Parker des aber ehemaligen Bundesgrenzschutzes, den man ja jetzt nach Wegfall der ganzen Grenzen in die Bundespolizei umbenannt hat. Dazu trage ich hier noch die Feldmütze des Bundesgrenzschutzes in dem sogenannten BGS-Sumpftarn. Zu dem Parker hier kann ich sagen, der ist ganz ähnlich wie der BW-Parker lang. Allerdings ist der hier ein bisschen feiner ausgearbeitet. Der hat nämlich hier eine schöne verdeckte Knopfleiste. Und man kann hier unten auch noch den Saum, den kann man unten zusammenziehen. Was er nicht hat, sind jetzt vier Taschen. Er hat also nur hier einmal so eine seitliche Einstecktasche. Ich hoffe, man sieht es jetzt. Ja. Und hier oben diese Brusttaschen. Obwohl, ich glaube, der hat der BW-Parker gar nicht. Ne? Oben hat er oben Taschen gehabt. Ja, ist auch völlig wurscht. Ich habe auf jeden Fall noch was dazu erfahren. Ich habe ja in dem Video zu diesem Munitionsdepot in Halver, da habe ich das ja getragen, diese Sachen. Da habe ich gesagt, irgendwo habe ich gelesen, dass das ein Mantel, der auch Krattmelder war. So, also für einen Krattmelder scheint das eigentlich auch gar nicht so richtig geeignet, weil das eigentlich zu lang ist. Habe ich auch nichts mehr darüber erfahren. Mir hat aber ein, so was ich habe aus berufenem Munde gehört, dass diese Parker sehr gerne bei den Angestellten der Stof getragen wurden. Kann ich mir vorstellen. Die haben es natürlich auch gerne muckelig warm. Und auch beim Bodenpersonal der Luftwaffe, die haben das wohl getragen, die da draußen an den Sheltern arbeiteten oder auf dem Flugfeld standen und so weiter, weil das natürlich auch einfach mehr Schutz gegen Witterung bietet. Ja, ich will es mal so sagen, hier dieser, das nennt sich hier Friedensweg und Ort oder Ortsteil, wie auch immer, angegeben auf Google Maps in der Beschreibung, das nennt sich dann Rhönblick, also Rhönblick Friedensweg. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen entlang und dann werden wir gleich diese Grenzsperranlagen sehen. Es ist so, zur Linken befindet sich Thüringen und zur Rechten befindet sich Bayern. Bis gleich. Ja, auf dem Friedensweg sind immer wieder auch Hinweistafeln zur deutsch-deutschen Geschichte, zu Vorkommnissen hier an der Grenze. Jetzt nochmal eben einen harten Cut hier zu dem Parker. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, die geeignete Größe für jemanden zu finden. Also ich bin 1,83, habe so knapp über 90 Kilo und ich habe jetzt hier die Parkergröße 58. Das ist ganz merkwürdig. Ich habe auch einen Parker in Größe 53, wo ich erst dachte, oh, da könnte wohl passen.
Er passt aber nicht, der ist zu eng. Und es gibt auch Parkas in Größe 90. Ich habe keine Ahnung, was sie sich da zusammengebastelt haben damals. Ich habe auch keine vernünftige Größentabelle irgendwo im Internet mal gefunden, dass man jetzt wirklich sagen kann, so das und das passt. Ich weiß nur, Größe 58 ist für mich auf jeden Fall top. Da sind auch die Ärmel sind lang genug. Und hier meine Bewegungsfreiheit. Oberkörper ist auch mit einer etwas dickeren Fließjacke drunter, ist super, nicht eingeschränkt. Wenn also noch jemand so einen Parker vielleicht in Farbfrisch hat, Größe 58, sagt er mir mal bitte Bescheid, vielleicht kommen wir da irgendwie überein. Als ich hier gestern recherchiert habe bei Google Maps, was gibt es hier so alles? Also ich bin mal wieder beruflich unterwegs und ich dachte mir, das ist immer spannend, Landesgrenze. Schauen wir mal. Da habe ich gesehen, gerade hier, also in diesem Bereich, da gibt es ungeheuer viel zu sehen. Also Natur ist hier, die ist auch so ein Naturschutzgebiet, so ein Reservat ausgeschrieben. Man kann hier entlang der Grenze laufen und es gibt unglaublich viele Burgruinen. Es gibt hier auch noch verschiedenste Freilichtmuseen zur Grenze. Es gibt noch verschiedene Wachtürme oder Beobachtungstürme, die hier stehen. Also das ist auf jeden Fall eine Geschichte, wo man vielleicht auch mal im Frühjahr oder im Sommer schön hin kann und einfach mal ein, zwei oder auch drei Tage verbringt, um ein bisschen wandern zu gehen und sich das Ganze mal oder in diese ganze Materie einfach mal so richtig einzutauchen. Da hätte ich auch wohl Spaß dran. Auch mal gucken, wie es nächstes Jahr so bestellt ist um diese Jahreszeit. Weil lohnt sich auf jeden Fall. Würde ich jetzt mal so von den ersten Eindrücken, die ich hier so habe, sagen. Komm mal hier. Psst. Na komm. So, da sind wir gerade hergekommen. Der Anstieg hier bei dem Eis, das war gar nicht ohne. Ich fühle mich, als wenn ich hier Beine wie Hulk Hogan hätte, weil wir da ganz andere Muskelgruppen dabei beanspruchst. Du gehst automatisch in so eine kleine, so eine leichte, ja, Schonhaltung nenne ich das jetzt mal, über, weil du dich ja nicht auf den Allerwertesten legen möchtest. Hier ist dann wieder der Original Kolonnenweg. Hier unten sehen wir den Grenzzaun. Und davor, das ist jetzt nicht so gut zu erkennen, aufgrund der Schneelage, da ist der Kfz-Sperrgraben. Da gehen wir aber gleich mal eben hin, gucken uns das an. Wir fangen jetzt hier oben nochmal an, geben mal einen kleinen Schwenk. Also ich war hier noch nicht, ich bin jetzt hier auch gerade, jetzt hier gerade zum ersten Mal. Ich bin noch nicht hier vorbeigelaufen. Da haben wir noch verschiedene Tafeln, 19 und 19a des Friedensweges. Nur eben kurz grob übergefilmt. Dann stehen die Grenzsperranlagen ab 1980 hier noch genau beschrieben, was das alles ist, was es alles gab. Auch immer sehr interessant. Und dann, was ich sehr interessant finde, ist, dass die sich hier dazu entschlossen haben, dass das ein archäologisches Denkmal ist. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Städten in Deutschland, ich sage nur die V2-Stellungen bei uns im Münsterland, die sind noch viel seltener. Die sind so einmalig, die müssten eigentlich ein dreifaches archäologisches Denkmal sein. Aber das ist wahrscheinlich auch Bundesland zu Bundesland wieder unterschiedlich mit den ganzen, mit den Auslegungen oder Bewertungen dieser Dinge. Ich weiß es nicht. Und es gibt natürlich auch Geschichte. Die ist einem vielleicht, obwohl das hier auch natürlich nichts, letzten Endes nichts Positives ist, ist einem vielleicht einfach noch lieber als wiederum andere Geschichte.
Und da hängt vielleicht auch so ein bisschen eine Wertung mit drin. Und ich vermag es nicht zu beurteilen, weil ich ja nun mal nicht aus diesem Bereich komme und auch niemanden kenne, der dort arbeitet und mir da mal was zu sagen könnte. Mal eben einen Blick hier in den Wald. Ah, also ich muss sagen, es ist richtig klasse Gelände hier. Ich hätte es ja gerade schon mal erwähnt. Hier mal im Frühjahr oder im Sommer zum Wandern hin und auch gerade hier dem Kolonnenweg zu folgen. Das ist mir sicher eine hochinteressante Geschichte. Und das ist auch schon letzten Endes alles, was es hier an diesem Ort zu sehen gibt. Das Ganze so von der Atmosphäre her erinnert mich auch an das Stasi-Röhren-Video. Nur, dass wir hier heute glücklicherweise keinen Regen haben, weil das alles schön trocken ist. Temperatur, die liegt hier gerade, ja, eigentlich um 0 Grad. Kälter ist es nicht. Und jetzt gehen wir hier nochmal eben an den Kfz-Sperrgraben dran. Da sieht man hier, wie man hier nochmal richtig abgegraben hat. Oben rechts ist der Kolonnenweg. Dann haben wir hier noch so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Podest. Und dann geht es nochmal steil nach unten. Und dann würde man mit seinem Auto, wenn man denn hier einen Grenzdurchbruch wagen wollen würde, landet man dann hier an dem Kfz-Sperrgraben, der sich dann hier die nächsten, ja, ich weiß es nicht, 50, 60 Meter sowas zieht er sich daher. Und dahinter befindlich ist dann der Grenzzaun. Elektra, komm du mal hier hin. Was machst du denn da wieder? Psst. So ist prima. Ja, da muss ich auch sagen, eben aufgrund dessen, dass das hier so ein archäologisches, was so ein Bodendenkmal ist, hier ist auch nichts umgebaut worden. Ne? Also das gehe ich jetzt ganz, ganz stark von aus, dass das auch wirklich der originale Grenzverlauf, der originale Grenzzaun ist. Es gibt ja öfter diese Freilichtmuseen. Das muss nicht immer alles so original sein, wie das da steht. Ja, es gibt dann auch eigentlich künstlich angelegte. Ich meine, in meinem allerersten Video sowieso, das da ein bisschen ruckelig ist, da war ich ja auch bei so einem kleinen Grenzmuseum. Und da war, soweit ich das, also, oder vom Gefühl her, war das alles nachträglich dahin gebaut. Also stand das schon mal irgendwo rum, aber nicht dort, wo es halt steht. Und die Entfernungen passten da natürlich auch nicht. Also sprich der Maßstab. Aber das ist hier wirklich eindrucksvoll, wenn du da an dem Originalzaun mal stehst, so wie der auch wirklich mal war. So, hier könnte eine kleine Reparatur durchgeführt werden. Ah, total vereist hier. Ist alles Eis drauf. Ja, dieses Streckmetall. Ja, es gibt, ich mache jetzt hier keine Doku über den Zaun, aber da kommst du so ohne Hilfsmittel natürlich einfach nicht drüber her. Der ist glatt, du hast keine Fläche, wo du reingreifen kannst. Und wenn du hier mit den Fingern liegst, da reingreifst, da kriegst du aber auch, da kriegst du Spaß, ne? Aber ich habe auch gesehen, Leute, findige Republikflüchtlinge haben sich da so Steigeisen gebaut, vorne an die Schuhe so Spitzen dran gemacht, dass sie da entsprechend mit den Spitzen durch diese kleinen Öffnungen des Zauns gelangen konnten und so halt Halt fanden. So, jetzt gehen wir nochmal einen Schwenk hier nach oben. Ja, Kfz-Sperrgraben sieht man nur so ansatzweise, dass den Beton, der da hervorguckt. Vorne ist es ein bisschen freier. Das könnte auch sein, dass sich da jemand eingenistet hat. So, dann nehmen wir hier bis zum Ende des Zauns. Ja, der Rest wurde dann abgerissen. Wir haben hier einen leichten Knick drin. Durch diese Richtung wird es dann
in der Theorie weitergehen. Alten verwitterten Beton hier. Ja, ist also locker. Das ist 2,50 Meter, 3 Meter hoch. Ah, hier kann man noch auf der anderen Seite. Das ist ja auch hochinteressant alles. Hier haben wir noch einen gefrorenen Pilz. Das ist, eine Marone, glaube ich. Ach, sehr schön. Ja. Ist auf jeden Fall eine interessante Ecke. Und ist auch, glaube ich, ein ganz interessanter Effekt, wie sich der Zaun nach und nach immer öffnet. Immer weiter. Ja, wir gehen jetzt hier nochmal einmal diesen Pfad entlang. Und dann, wenn mir dann nichts großartig mehr einfällt, werde ich das Video dann auch an der Stelle schon beenden, weil es hier einfach jetzt nicht mehr zu sehen gibt, außer diese Elemente des Kolonnenweges, der Kfz-Sperranlage und des Zauns. So, jetzt kommen wir hier allerdings noch ein bisschen raus aus der Geschichte. Mal schauen, ob wir da hinten wieder hochkommen. Hier führt auf jeden Fall auch ein, also das ist hier meines Erachtens, so wie ich das gerade gesehen habe, ist das hier auch ein offizieller Wanderweg, dieses kleine Pettchen hier. Also von daher, das ist wirklich eine spannende Geschichte hier. Pass mal auf, filmen möchte ich nochmal eben hier vorne das Zeichen. Nicht, das heißt hier, der Mann läuft hier im Naturschutzgebiet rum. Hier gibt es hier nämlich Anzeigen. Also der Rhön-Club hat das hier ganz klar ausgewiesen. Ah, guck mal. Ja, da haben wir doch noch Grenzsteine. Ach, das ist ja super, dass ich da nochmal gefolgt bin. Einmal gucken, was da drauf steht. Da steht gar nichts drauf. Ich kann es so nicht erkennen. Ist das denn da oben RB? Das ist schwierig. Also auf der Kamera besser zu lesen als hier auf dem Stein selber. Dann haben wir da noch irgendwas. Das ist aber leider auch irgendwas. Ich kann es, es ist einfach so verwittert, dass ich keine Chance habe. Andere Seite ist auch nichts zu erkennen. Hier ist nichts, hier haben wir noch nicht von der Seite. Tja, leider kann ich das so nicht bestimmen. Nochmal ein kleiner Ausblick auf eine Freifläche. Herrlich, einfach herrlich. Was für eine tolle Landschaft. Gut, wie lange war das jetzt? Ach du Scheiße, 10 Minuten 40 am Stück, super. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr noch was von mir kommt. Ich hätte noch was in Planung, weiß aber noch nicht, wie das zeitlich und auch örtlich so mit der Umsetzung funktioniert. Falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Restweihnachtsfest. Denn dieses Video hier wird am 24. erscheinen. Oder Rest ist das gar nicht. Das Weihnachtsfest fängt ja erst, glaube ich, dann am 25. an, wenn ich da so richtig informiert bin. Und schon mal vorab einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber wie gesagt, könnte noch was kommen. Alles klar. Dann bis die Tage. Macht es gut. Ciao, Kakao.